Ich freue mich so, Sie heute hier zu sehen. Wenn Sie nicht wissen, warum wir hier sind, wir sind hier, um eine Sache zu tun, und zwar nur eine einzige Sache. Wir sind hier, um glückliche Schüler Jesu auszubilden. Wir glauben, das passiert auf drei verschiedene Weisen. Erstens, wir glauben, dass Formung sehr wichtig ist. Wir glauben daran, dass Christen tatsächlich dazu bestimmt sind, das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Wir sollen unsere Feinde lieben und für diejenigen beten, die uns verfolgen. Und wir glauben tatsächlich daran, dass die, die geistlich arm sind, das Königreich Gottes erben werden. Das Zweite, woran wir hier glauben, ist Gemeinschaft. Wir wollen, dass sich die Menschen in dieser Kirche kennen. Und wir wollen, dass unser Fernseh- und Internetpublikum uns wirklich erleben kann. Ich habe gerade einen Google-Chat veranstaltet, bei dem die Menschen auf der ganzen Welt mir über das Internet Fragen stellen können. Wir wollen weiter an der Gemeinschaft unserer Kirche bauen. Und schließlich glauben wir als Drittes an Mission. Wir glauben, dass wir für andere da sind. Wir haben in unserer Gemeinde alle möglichen Dinge am Laufen. Wir arbeiten beispielsweise mit verarmten Menschen und all diese Dinge. Aber die Mission Nummer eins unserer Gemeinde ist unsere globale Mission für eine leidende Welt, Hour of Power. Für die von Ihnen, die gerade Hour of Power sehen, wir möchten, dass Sie wissen, dass wir Sie in dieser Gemeinde lieben und Sie ermutigen möchten. Wir können es kaum erwarten, dass Sie uns hier einmal besuchen kommen. Schreiben Sie uns. Wir beten für Sie und wir glauben an Sie. Das ist unsere Mission, nicht wahr? Es gibt Millionen Menschen, die jede Woche auf diese Gemeinde blicken und nach Ermutigung suchen, nach Leben und Liebe. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Also vielen Dank, dass Sie heute hier sind und dass Sie an unserem großartigen Dienst teilhaben. Wir haben eine strahlende Zukunft vor uns und freuen uns darauf, wohin der Heilige Geist uns führt. Ist das nicht aufregend? Genau, okay. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir heute unsere lange, lange Predigtreihe über die Bergpredigt abschließen. Und alle sagen, oh. Ja, ich weiß. Es war so schön, so lange das dauerte. Es waren 4 Monate. Es gab ein paar Stellen, über die es schwer war zu predigen, besonders über die Stelle über Scheidung. Das war eine Herausforderung. Aber es scheint, dass Gott jede dieser schwierigen Stellen in der Bergpredigt dafür gebraucht hat, um andere zu ermutigen und zu segnen. Nun, heute hören wir nicht wirklich mit einer neuen Lektion auf, sondern eigentlich hören wir damit auf, dass Jesus uns sagt, tut das, was ich euch gerade gesagt habe. Über all das Zeug, das wir in den letzten 4 Monaten durchgearbeitet haben, sagt Jesus, geht los und macht es so. Nun, das klingt vielleicht einfach, aber es ist tatsächlich eine große Sache. Christen mögen es nämlich manchmal nicht, die Dinge auch zu tun. Darum sagt Jesus eigentlich, hört auf, darüber zu reden, hört auf zu studieren, hört auf, darüber nachzudenken, seid nicht so verkopft, geht einfach raus und tut, was ich euch gesagt habe, dass ihr tun sollt. Und er sagt, wenn ihr das tut, dann ist euer Leben wie ein Haus, das auf Stein gebaut wurde. Damit werden wir uns beschäftigen. Nun, eigentlich ist es sehr passend, dass es heute regnet. Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, wissen Sie, dass es in den letzten 4 Tagen große Stürme über Kalifornien gab. Freitag war echt toll. Es hat wie aus Eimern geschüttet und es gab verschiedene Erdrutsche. Ich saß Freitagabend auf meiner Couch am Kaminfeuer, habe gelesen und es einfach genossen. Aber tagsüber am Freitag, wo ich normalerweise den Tag im Gebet in einem geistlichen Zentrum verbringe und meine Predigt vorbereite, fühlte es sich sehr passend an, wie heftig es geregnet hat. Als ich dort ankam, parkte ich auf dem obersten Parkdeck. Die Kirche, die dieses Zentrum besitzt, hat eine Menge Zelte und all diese Dinge draußen gelassen und sie wurden vollkommen vom Wind und vom Regen demoliert. Die ganzen schönen Zelte und alles, was sie aufgebaut hatten. Ich hatte wirklich Mitleid mit den Besitzern. Aber ich dachte mir, genau, so sind die Kalifornier. So passiert es nun mal, wenn man in einem Staat lebt, in dem es Winter, Sommer, Frühling und Herbst immer mindestens 22 Grad sind und zu 99% die Sonne scheint. Man ist nicht vorbereitet, wenn der Sturm kommt. Und selbst wenn man ihnen sagt, dass ein Sturm kommt und dass es schlimm wird, Kalifornier denken nicht über das Wetter nach. Für uns spielt das Wetter keine Rolle. Man schaltet die Abendnachrichten ein und Montag bis Freitag sind immer nur die Bilder der Sonne über dem Bildschirm zu sehen. Heute Abend wird es kalt, es werden 19 Grad. Nun, mir ist das bewusst, weil ich 6 Jahre lang in einem in vielerlei Hinsicht vollkommen gegensätzlichen Teil der Welt gelebt habe, in Oklahoma. Ich habe 6 Jahre lang in Oklahoma gelebt, in einer Kleinstadt mit Namen Broken Arrow, Oklahoma. Broken Arrow ist eine kleine Stadt außerhalb von Tulsa. Und dort gibt es das schlechteste Wetter der ganzen Welt. Es ist furchtbar. Sogar an schönen Tagen ist es immer windig.
Und es gibt etwas an den Einwohnern von Oklahoma, was im vollkommenen Kontrast zu den Kaliforniern steht. Sie sind immer auf das Wetter vorbereitet. Sie sind auch immer interessiert daran und sie denken ständig darüber nach. Wenn Sie zu Starbucks in Tulsa gehen oder selbst in einer Großstadt von Oklahoma, dann finden Sie dort Leute mit ihrem Laptop sitzen, die sich über das Wetter in ihrer Heimatstadt informieren. Sie sagen dann, oh, wie interessant, mal schauen, wie das Wetter gerade in Michigan ist. Sie schauen dann und sagen, oh, wie interessant, die Leute in Oklahoma sind geradezu verrückt nach dem Wetter. Ich sage das aus folgendem Grund. Die Leute sind verrückt nach dem Wetter und deshalb sind sie darauf vorbereitet. Sie haben Schutzräume, sie haben sehr stabil gebaute Häuser, sie sind auf den Wind vorbereitet. Sie würden niemals ein teures Zelt draußen stehen lassen. Das würde in Oklahoma nicht passieren. Es würde sorgfältig gereinigt, zusammengepackt und im Schuppen verstaut. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Ich erinnere mich noch genau, wie ich meinen ersten Tornado gesehen habe. Ich war ja dieser Kerl aus Kalifornien, der ziemliche Angst vor dem Wetter hatte. Ich war also im Haus von diesem Typen und sollte in einem Baptisten-College sprechen. Wir saßen gerade beim Abendessen und keiner beachtete das Wetter irgendwie. Es waren der Pastor, seine Familie und noch ein Freund, der mich begleitete. Und es machte bum, 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 bum. Das war der Donner des Sturms draußen, als wenn Bomben fallen würden. Ich saß da, Sie wissen schon, und aß mein Essen und alle anderen schienen sich überhaupt nicht darum zu kümmern. Der Wind heulte und der Regen prasselte, aber plötzlich hörte alles auf. Der Pastor blickte plötzlich auf und meinte, oh oh. Wir gingen alle hinunter und sahen aus dem Fenster. Er sagte, wisst ihr was? Macht euch keine Sorge, es wird keinen Tornado geben. Die Tornadosirenen sind nicht zu hören. Und fast wie im Film war das Nächste, was wir hörten, ein Polizeiauto jagte die Straße hinunter und hinter ihm her flog etwas im Fahrtwind, eine Katze oder so. Und was machten wir natürlich? Wir drei weisen Herren gingen hinaus auf die Veranda, um den Tornado zu sehen. We walk out on the porch to see the tornado. Wir gingen also hinaus und standen dort. Eigentlich war es keine so große Sache. Es gab einen Tornado und er sah aus wie ein kleiner Finger. Er machte nur boop, boop, ungefähr so. Und dann verschwand er irgendwie einfach wieder. Aber er hatte keine Angst vor dem Tornado und er hatte keine Angst vor dem Sturm. Warum? Er war vorbereitet. Man könnte sagen, dass er den kommenden Regen, den stürmenden Wind und das steigende Hochwasser erwartet hat. Weil er aus Oklahoma war, war er bereit dafür. Sein Zeug wurde nicht zerstört, sein Haus nicht verwüstet und sein Leben war nicht in Gefahr, weil er auf den Sturm vorbereitet war. Heute sprechen wir darüber, was es bedeutet, sein Leben auch im Sturm zu bauen. Und es ist ziemlich einfach. Sein Leben auch im Sturm aufzubauen, bedeutet zu tun, was Jesus einem sagt. Sehen Sie, Jesus möchte Apostel, wahre Jünger. Das ist etwas, was wir Christen immer wieder so einfach vergessen. Jesus möchte, dass wir die Dinge tatsächlich tun, die er uns aufträgt. Jesus möchte Apostel. Er möchte nicht, dass wir ihm gehorchen, weil er vielleicht stolz wäre, zornig, herrschsüchtig oder manipulativ. Er möchte, dass wir ihm gehorchen, weil er uns liebt. Mein Sohn Cohen liebt es, die Treppe hinaufzuklettern. Ich schimpfe ständig mit ihm und sage, dass er nicht die Treppe hinaufklettern soll. Er ist erst 2 Jahre alt und letzte Woche ist er ein bisschen hinuntergefallen. Er hat geweint und es war alles in Ordnung, aber ich war irgendwie fast dankbar dafür, dass er sich ein bisschen wehgetan hat, weil ich jetzt weiß, dass er ein bisschen Angst vor der Treppe haben wird und sich so hoffentlich beim nächsten Mal nicht schlimmer verletzt. Naja, er ist ein Junge, da weiß man nie. Und er kommt nach seinem Vater. Matthäus 7, wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann können Sie mitlesen. Jesus sagt in Matthäus 7, Abvers 21, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nur wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zwar sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du uns selbst aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Wir machen hier eine kurze Pause. Wie viele Menschen, wie viele Christen, für diejenigen von uns, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind, wie viele dieser Leute glauben, sie werden überrascht sein, wenn sie vor Gott stehen und sagen, Herr, Herr, und denken, dass sie das in den Himmel bringt. Denn das tut es nicht. Ich denke von diesen Leuten als Passwort-Christen, die einer Passwort-Theologie folgen. So kommt ihr in diesen Raum hinein, Leute. Ich lasse euch gegen das Passwort hinein. Wenn ihr das Passwort wisst, kommt ihr rein. Das Passwort ist, Herr, Herr, zu Jesus zu sagen. Wenn ihr das tut, dann passt alles.
Nun, liebe Leute, das kann Sie besonders, wenn Sie in einer Gemeinde aufgewachsen sind, ein wenig unsicher machen. Sie haben diese Stelle vielleicht noch nicht gelesen oder noch nicht unter diesem Licht betrachtet. Aber denken Sie daran, wie oft in den Gemeinden oder auf evangelikalen Versammlungen den Leuten gepredigt wird: Wenn du einfach dieses Gebet betest, dann kommst du in den Himmel. Wenn du einfach betest, Herr, Herr, und nichts in deinem Leben sich ändert, dann kommst du trotzdem ins Königreich Gottes. Jesus spricht genau diese Idee direkt an und sagt: Viele werden an diesem Tag Herr, Herr sagen. Und ich werde sagen: Ich kenne euch nicht. Geht mir aus den Augen. Oh-oh. Das ist die erste Gruppe, die er anspricht, die Passwortchristen. Aber dann kommt auch die zweite Gruppe, die er anspricht, die ich als geistliches Feuerwerkchristen bezeichnen möchte. Er erwähnt insbesondere Menschen, die die Kranken heilen können. Vielleicht sogar Leute, die Tote auferwecken können. Menschen, die Prophezeiungen in andere Leute Leben hineinsprechen können. Und sie sagen dann: Herr, haben wir nicht all diese Dinge getan, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder gewirkt? Wir haben all diese Dinge getan, und er wird sagen: Ich kenne euch nicht. Geht mir aus den Augen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Er sagt: Ob jemand mich kennt, sieht man an der Frucht, die er oder sie bringt. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Herr bedeutet nicht zwangsläufig Gott, obwohl es das bedeutet. Herr bedeutet, dass Jesus ihr Herr ist. Es bedeutet, dass er ihr Boss ist. Er ist ihr Meister, er ist ihr Herrscher, er ist ihr König, er ist El Presidente. Was Jesus möchte, das bekommt er auch. Das bedeutet es, wenn Jesus der Herr in ihrem Leben ist. Es bedeutet nicht, dass sie es nur sagen, sondern dass ihr Leben sich nach dem richtet, von dem sie behaupten, dass es die Wahrheit ist. Er sagt dann: Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Ich werde es langsam vorlesen. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn vergleichen mit einem weisen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, vielleicht sollten wir sagen, er ist wie ein Mann aus Oklahoma, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird das aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Der Regen kommt, der Sturm tobt, das Hochwasser steigt. Sind Sie bereit? Ob Sie nun religiös sind oder nicht, ob Sie Christ sind oder nicht, es wird Sturm kommen, es wird Regen kommen und das Hochwasser wird steigen. Die einzige Möglichkeit, das durchzustehen, die einzige Möglichkeit, damit von Ihrem Leben etwas mit wahrem Wert bleibt, die einzige Möglichkeit, dass es tatsächlich von Bedeutung war, ist, wenn Sie dem Meister allen Lebens folgen. Und das ist Jesus. Wenn Sie tun, was Jesus sagt, wird Ihr Leben stark sein, festgebaut, überdauernd, in Stein gemeißelt, unverrückbar und unerschütterlich. Ich stelle es mir vor wie ein paar Siedler, die sich auf einer Insel namens Catan niederlassen. Niemand von ihnen spielt Brettspiele, oder? Ein paar dieser Siedler oder sogar alle gehen zum Fluss, wo sie nicht zu weit laufen müssen, um Fische zu angeln oder frisches Wasser zu schöpfen. Sie lassen sich also dort nieder. Ein kluger Mann baut sein Haus auf einen Hügel, wo der Boden felsig ist. Er muss jeden Tag laufen und es ist echt schwer. Er muss die Wassereimer mitbringen und wieder zu seinem Haus hinauftragen. Er muss einen weiten Weg gehen, um an Lebensmittel und Fische zu kommen. Die ganze Beute ist in der Nähe des Flusses. Alle Fische sind im Wasser. Aber er erzählt den Leuten: Dies ist ein regnerischer Ort. Hier ist es sehr windig. Ihr seid viel zu nah am Fluss. Aber sie ignorieren ihn und sagen: Oh, du Dummkopf, schau, wie einfach unser Leben ist und schau, wie schwierig deines da oben auf dem Berg ist. Aber er sagt: Liebe Freunde, der Wind kommt, der Regen kommt und das Hochwasser wird steigen. Und natürlich kommt irgendwann der Sturm. Und für die Leute, die unten am Fluss ein einfaches Leben hatten, war alles umsonst. Alles wurde zerstört. Und genau so ist das Leben. Es waren einmal drei kleine Schweinchen.
Diese Geschichte muss einfach von dieser Stelle in der Bibel handeln. Ich weiß es genau. Der Wolf kommt. Sind Sie bereit? Er wird kommen. Wissen Sie, wenn Sie Ihr Haus aus Ziegelsteinen und auf felsigem Grund gebaut haben, dann können Sie den Wolf ärgern, bis er blau im Gesicht wird. Und er kann Ihnen trotzdem nichts antun. Und schauen Sie mich an. Ich nehme es sogar mit Oklahoma auf. Wenn Sie Ihr Haus auf Ziegelsteinen bauen und der Wolf kommt, müssen Sie sich um nichts Sorgen machen, weil Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Haus zu bauen. Sie haben Ihr Leben richtig gebaut. John Ortberg hat uns auf eine Studie der Stanford-Universität aufmerksam gemacht. Sie besagt, dass es in allen möglichen Firmen etwas gibt, das man die Wissen-Tun-Lücke nennt. Diese Firmen lassen Studien anfertigen und besorgen sich Unternehmensberater, die sie unterrichten sollen, zum Beispiel im Bereich Kundenservice. Die Firmen wissen, dass sie ihren Kundenservice verbessern müssen. Also veranstalten sie ein Kundenservice-Seminar mit einem auf Kundenservice spezialisierten Unternehmensberater. Und sie besorgen sich neue Kundenservice-Technologie. Sie schreiben Kundenservice in die Wertedefinition ihrer Firma hinein. Sie wissen all diese Dinge über Kundenservice und was das Neueste und Beste in diesem Bereich ist. Und doch passiert nichts. So etwas passiert in der Geschäftswelt ständig. All dieses Geld und die Zeit werden auf Schulungen verwandt und doch passiert einfach kein Dienst am Kunden. Ich bin so froh, dass so etwas niemals in der Kirche passiert. Ich bin so froh, dass so etwas in meinem Glaubensleben niemals passiert. Das war ein Witz. Wir verbringen so viel Zeit damit, uns die Griechen anzusehen, gehen zur Bibelstunde und hören uns alle möglichen Podcasts an. Es wird Zeit, damit anzufangen, es auch zu tun. Wir sind so brillant. Wir können die großartigsten Debatten führen. Wir haben den Heidelberg-Katechismus auswendig gelernt und den kleinen Westminster-Katechismus. Sie können mir alles Theologische und Doktrinale über Jesus erzählen, die unerschaffene Essenz des Vaters im Fleisch, die zweite Person der Dreieinigkeit, die zur rechten Hand Gottes sitzt, bla bla bla. Tun Sie etwas! Ich habe das Gefühl, dass Jesus sagt, viele werden an dem Tag zu mir kommen, viele Pastoren und Theologen und Bibelschulprofessoren und viele geistliche Leute, sie werden kommen an diesem Tag und sagen, wir wussten eine Menge Zeug über dich, wir kennen dich, Herr. Und ich werde einfach sagen, geht mir aus den Augen, ich kenne euch nicht einmal. Ihr habt nichts von dem getan, was ich euch gesagt habe. Ihr könnt wieder gehen. Was wir wissen, spielt wirklich fast keine Rolle, wenn wir es nicht in die Praxis umsetzen. Wir lieben es zu reden. Reden ist eine Art des Hinauszögerns. Wussten Sie das? Es ist ein Weg, sich gut dabei zu fühlen, wenn man eine Entscheidung hinauszögert. Über etwas zu reden fühlt sich fast so an, wie es zu tun. Aber das ist es nicht. Wir wollen Vampirchristen sein. Dallas Willard hat das gesagt. Wir wollen Jesus nur wegen ein paar Tropfen seines Blutes und das war's. Wir wollen nur sein Blut, sonst nichts. Und darum wandeln wir wie Untote umher. Nein, aber Jesus erlaubt das nicht. Und ich möchte mit diesem Gedanken zum Schluss kommen. Jesus polarisiert. Jesus ist entweder oder. Diese Frage hat Peter Kraft gestellt. Warum ist Jesus der peinlichste Name der Welt? Denken Sie darüber nach. Wenn Sie anderer Meinung sind, dann reden Sie doch einmal in einer weltlichen oder akademischen Umgebung über Jesus. Ich meine, Sie können in ein solches Umfeld kommen und über Buddha reden. Buddhisten haben kein Problem damit, über Buddha zu reden. Wissen Sie, Sie können über Mose oder Mohammed oder wen auch immer sprechen. Sie können über große Propheten und große Leiter sprechen. Aber es ist etwas anderes, wenn Sie den Namen Jesus aussprechen. Alle sind dann plötzlich irgendwie... Jim Gaffigan, ein Stand-up-Comedian, erzählte etwas. Er war in einem Nachtclub und alle hatten viel Spaß. Er sagte, ich möchte, dass sich jeder hier wohlfühlt. Darum werde ich Ihnen von Jesus erzählen. Da ist etwas Besonderes an Jesus. Das wird mich jetzt wirklich in Schwierigkeiten bringen, aber über Jesus zu sprechen ist fast genauso wie über Sex zu sprechen. Das stimmt wirklich. Denken Sie nur einen Moment mit mir darüber nach, liebe Freunde. Sehen Sie, jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit.
Das ist toll. Denken Sie darüber nach, wenn man über Sex spricht, dann gibt es keine neutrale Sprache dafür. Es geht genauso. Jeder dachte, was, Sex? Jemand hat Sex in einer Kirche gesagt. Es gibt keine neutrale Sprache dafür. Entweder ist es die Sprache der Intimität, Liebe und Romantik, die das Herz berührt. Oder sie ist vulgär und beleidigend oder lustig. Oder sie ist wissenschaftlich und medizinisch und bleibt somit distanziert auf sterile Art und Weise. Das ist das Gleiche, was wir mit Jesus tun. Wir reden über Jesus entweder tief persönlich, sodass es das Herz berührt, oder es wird vulgär und wir benutzen ihn, um zu schimpfen oder zu fluchen. Oder wir benutzen eine technisch-theologische Sprache, um ihn auf Distanz zu halten. Das kommt, weil Jesus das Herz auffühlt, die Gefühle, den Willen und den Verstand. Der Name selbst hat schon geistliche Macht. Und darum kann er nicht einmal auf neutrale Weise genannt werden. Egal, wo Sie Jesus sagen, wird er alles bewegen. Millionen von Menschen haben Billionen von Stunden damit verbracht, über ihn zu schreiben und Kunst über ihn zu schaffen, ihn anzubeten und seinen Namen zu erheben. Es gibt keinen anderen Namen wie Jesus. Und der Name Jesus bringt sie dazu, eine Entscheidung zu treffen. Jeder, der Jesus gefolgt ist, als er noch auf der Erde war, schien in eine von zwei Richtungen zu gehen. Entweder wollten sie ihn anbeten, ihm nachfolgen und immer bei ihm bleiben und sie hingen an jedem seiner Worte, oder sie gingen irgendwie den anderen Weg und wollten ihn töten, ihn kreuzigen, sich gegen ihn verschwören und ihn tot sehen. Das eine Wort, das immer in Verbindung mit Jesus gebraucht wurde, war Wunder. Niemand konnte neutral zu Jesus stehen und auch heute kann niemand neutral zu Jesus stehen. Bei ihm gibt es keinen Mittelweg. Es gibt kein Neutral. Es gibt kein Lauwarm. Es gibt nur Ja oder Nein, entweder oder. Es gibt den schmalen, schwierigen Weg oder die breite und einfache Straße. Es gibt zwei Wege, einer führt zum Leben und einer führt zum Tod. Es gibt keinen Mittelweg. Jesus verlangt alles oder nichts. Sein Name hat Macht. Und ob Sie es merken oder nicht, jedes Mal, wenn sein Name erwähnt wird, wird Ihre Seele an die Entscheidung erinnert, die Sie noch zu treffen haben. Werde ich tun, was er sagt? Oder werde ich tun, was ich sage? Sagen Sie alle mit mir zusammen: Dies ist meine Chance. Jesus ruft sie auf, damit aufzuhören, nur zu reden und mehr einfach zu tun. Es ist Zeit, in dieser Woche etwas zu tun. Es wird sich eine Gelegenheit vor Ihnen auftun und Sie haben jetzt die Chance, das zu tun, was wir in den letzten 4 Monaten gemeinsam gelernt haben. Sie haben die Gelegenheit, tatsächlich zu tun, was Jesus Ihnen gesagt hat. Vielleicht gibt es ein Ehepaar nebenan, das arm ist und einen Babysitter und Geld fürs Kino und ein Abendessen braucht. Und was sagen Sie dann? Es fängt mit dies an. Sagen Sie alle, dies ist meine Chance. Vielleicht sind Sie auf dem Weg zur Apotheke, um sich Ihre Medizin zu holen und ein Typ drängelt sich direkt vor Ihnen an der Schlange vor. Dann sagen Sie zu sich selbst, genau, Ihre Chance, den Kerl zu lieben und zu ermutigen. Er ist krank, der braucht Hilfe. Vielleicht ist ein lieber Freund von Ihnen im Krankenhaus und Sie haben so viel zu tun und Sie wissen nicht, wie Sie die Zeit für ihn finden können. Aber Sie sagen zu sich selbst, das stimmt. Jemand schlägt Ihnen vielleicht auf die rechte Wange und Sie sagen, genau, Sie sehen, wie Ihr Mann gerade den Abwasch macht. Sie haben es verstanden. Alles klar, super. Jesus hat für uns einen Lebensweg. Er möchte, dass wir das Licht der Welt sind. Er möchte, dass wir von unserem Ärger ablassen. Er möchte, dass wir unsere Familie an erste Stelle setzen. Er möchte, dass wir aufhören zu lügen. Er möchte, dass wir unsere Feinde lieben. Er möchte, dass wir uns um diejenigen kümmern, die schlecht über uns reden. Er möchte, dass wir uns um die Bedürftigen kümmern, um die Hungrigen und Durstigen. Er möchte, dass uns Gerechtigkeit wichtig ist und dass wir nicht zu unserer eigenen Ehre leben, sondern für andere. Er möchte, dass wir betende Menschen sind, die einfach beten und beten, weil wir wissen, dass Gott zuhört. Er möchte, dass wir fastende Menschen sind. Er möchte, dass wir aufhören, uns zu sorgen und uns niemals Sorgen machen.
dass wir nicht an morgen denken und gestern bereuen, sondern dem Hier und Jetzt leben in seiner Gnade. Er möchte, dass wir uns keine Schätze hier auf der Erde sammeln, wo Motten und Rost sie zerfressen, sondern dass wir uns echte Schätze im Himmel sammeln, auf die wir schon im Hier und Jetzt Zugriff haben und die niemals weggehen. Er möchte, dass wir aufhören, andere zu verurteilen und aufhören, andere unseren Glauben aufzuzwingen. Er möchte, dass wir wissen, dass wenn wir etwas brauchen, dass wir ihn einfach fragen können. Er wird kommen und er wird es richten. Wir wissen, dass wir einem guten Gott dienen. Es gibt einen Weg des Lebens und es gibt einen Weg des Tuns und wir werden es tun. Sagen Sie, das ist meine Chance. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für heute, für die Gelegenheit zu tun, was du uns geboten hast. Wir folgen dir. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Gott. Und wir kommen im Namen Jesu vor dich. Amen.